Mit einem Flashmob startete das Nachhaltigkeitsfest der Rochlitzer Schulen am Dienstag. Mit ihrem Fest auf der Muldeninsel wollten die rund 1500 Rochlitzer Schülerinnen und Schüler und Lehrer ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzen. Mowgli Rochlitz, Kunterbund des Rochlitz. Dafür stand symbolisch der nachgebildete Schriftzug Moro. Neben den Schülern und Lehrern selbst hatten die Sächsische Kallowitz-Gesellschaft, der Sachsenforst und weitere Partner den Aktionstag organisiert. An etwa 30 Ständen konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen rund um Natur und Umwelt testen, sich informieren oder aktiv beteiligen. Der Sachsenforst mit mehreren Ständen vor Ort präsentierte sich allumfassend. Beeindruckend für so manchen der Blick durch das Mikroskop auf die Borkenkäfer. Dazu gab es entsprechende Informationen. Beliebt waren auch Hüpfburgen, das Schülerkickerspiel und auch die Essensstände. Diese waren unter anderem in Sachen recycelbares Einweggeschirr um Nachhaltigkeit bemüht. Für den Begriff der Nachhaltigkeit steht Karl von Kallowitz. Der besuchte, von einem Schauspieler dargestellt, ebenfalls das Fest und war natürlich auch mit dabei, als Schüler zwei Bäume pflanzten. Zu den Gästen des Aktionstages zählte auch Alberto Acosta, der ehemalige Minister für Energie und Bergbau Ecuadors. Das Fest der Rochlitzer Schüler auf der Muldeninsel fand in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Die Stadt Rochlitz stellte den Jugendlichen dafür 10.000 Euro zur Verfügung. Organisiert hatte es das Moro-Team, bestehend aus Vertretern aller 7 Rochlitzer Schulen.